trinkt sein Bier und bietet sich hilfesuchenden Frauen als Führer über die Grenze an. Er schweigt und wartet und starrt aus dem Fenster auf den Brocken. Vier Kilometer vor dem Gasthaus, in dem der junge Mann wartet, liegt das idyllische Harzstädtchen Fienenburg. Hier haben viele Flüchtlinge aus den zerbombten Städten Zuflucht gesucht. Vorübergehend, vielleicht auf Dauer. So genau weiß das noch niemand ein Jahr nach Kriegsende. Hier lebt 1946 auch Gertrud Glöde aus Berlin mit ihrer kleinen Tochter Elvira. Also das Kriegsende habe ich erlebt in Fienenburg bei meiner Großmutter. Das ist die Mutter meiner Mutter gewesen. Ne? Von Elviras Vater fehlt auch 1946 noch jedes Lebenszeichen. Wir haben monatelang nicht gewusst, was war. Es waren ja keine Verbindungen möglich nach Berlin. Ne? Und dann hatte meine Mutter dann alle Hebel in Bewegung gesetzt und hatte ja dann rausbekommen, dass mein Vater tot ist. Gertrud Glöde, die Mutter, wird wohl nach Berlin müssen, die Wohnung auflösen, Papiere besorgen. Sie wird zu Fuß über die neue Grenze gehen. Vielleicht allein, vielleicht mit einem Grenzführer. Vielleicht mit dem jungen Mann aus Sachsen, der im Gasthaus wartet. In Fienenburg arbeitet zur gleichen Zeit ein anderer Flüchtling im Rathausgebäude. Die britische Besatzungsmacht hat dort die Polizei untergebracht. Reinhold Karlbowski aus Ostpreußen gehört dazu. Ich bin am 23. Februar 1945 zur Polizei gekommen. Wir waren ausgesuchte Soldaten, 120 Stück. Und von den 120 haben nur 8 bestanden. Und von den 8 war ich einer. Der Polizist Karlbowski hat immer wieder mit Verbrechen zu tun. Verbrechen im Niemandsland an dieser neuen deutsch-deutschen Grenze zwischen Fienenburg im Westen und Osterwiek im Osten. Die Grenze zerschneidet Lebenslinien. Um hinüberzukommen, benötigen die Deutschen nun einen Interzonenpass. Ihr Gepäck wird streng kontrolliert. Alles, was nicht zum persönlichen Bedarf gehört, wird konfisziert. Gertrud Glöde aber hat keinen Interzonenpass. Wer ihn nicht hat, kommt nur heimlich über die Grenze, im Dunkeln, allein. Oder mit Grenzführern wie Rudolf Pleil, der im Gasthaus wartet. Die Polizisten in Fienenburg wissen, dass besonders Frauen sich dabei in Gefahr begeben. Immer wieder retten sich welche ins Polizeirevier. Es verging kaum eine Nacht, wenn ich Nachtdienst hatte, dass nicht Frauen oder Mädchen ausgeplündert kamen, auf die Wache Hilfe und Schutz suchend. Verschiedene kamen, also waren ohne Kleider, nur das Notdürftigste an, auch im kalten Winter, sind auf Strümpfen oder barfuß gelaufen. So kamen sie zu uns, Hilfe und Schutz suchend. Ob Gertrud Glöde das weiß, als sie plant, das Häuschen in Fienenburg zu verlassen und noch einmal nach Berlin zu gehen? Wahrscheinlich. Es wurde ja viel erzählt damals. Doch hatte sie eine Wahl? Es war kurz vor Weihnachten. Da ist sie nach Berlin, über die Grenze zu Fuß. Na, es ging ja nicht anders. Es war ja alles gesperrt. Ob Gertrud Glöde von den Frauenleichen gehört hatte, die im Herbst 1946 im Harz gefunden wurden? Wer damals von Fienenburg nach Berlin will, muss zunächst zu Fuß über die Grenze nach Osterwiek. Denn die Grenze hat auch die alte Bahnverbindung durchschnitten. Wer den Bahnhof erreichen will, muss die mittelalterliche Stadt durchqueren. Viele sind unterwegs, ein ständiges Kommen und Gehen. Im Oktober 1946
verhaftet die Rote Armee Tag für Tag Grenzgänger. Zur Abschreckung. Am Stadtrand von Osterwiek hat die Polizei 1946 ermordete Frauen gefunden. Geheim zu halten war das nicht. Wir Jungs wussten sofort auch, was los war, sind hier hoch, konnten aber auch nicht mehr in die unmittelbare Nähe dieses Geschehens da was gucken und was rumschnüffeln. Das war also nicht möglich. Aber wir wussten, so sagte man und nachher auch, das sind also zwei Frauen, die man geschändet hat, vergewaltigt hat und dann ermordet hat. In Osterwiek hatte man auch Rudolf Pleil gesehen. Den jungen Grenzführer, der so oft auf der anderen Seite des Niemandslandes im Gasthaus zum Weißen Ross sitzt und wartet. Er kommt viel herum, spricht mit vielen, erfährt so manches. Er wird auch gewusst haben von weiteren Morden im Südharz, in Elrich und Zorge. Wachtmeister Kalbowski kommt auf seinen Streifengängen entlang der Grenze immer wieder am Gasthaus Weißes Ross vorbei. Er mag von den Morden gehört haben, kann aber nichts tun. Osterwiek liegt im Osten und eine Zusammenarbeit mit der dortigen Polizei gibt es nicht. Kalbowski weiß nur, dass Menschen im Niemandsland verschwinden. In den Wirren der Nachkriegszeit ging am Anfang alles durcheinander. Unser damaliger Vorgesetzter, Inspektor Josef Hansch, wenn ich dem was gefragt habe, denn ich war ja Helle, handeln Sie, Sie sind doch Polizist. Er hat mir nie gesagt, wie ich als junger Polizist handeln sollte. Also ich musste selbst handeln. Seine Nachforschungen enden stets an der Grenze. Kleil dagegen, der Grenzführer, kann sich frei bewegen. Er hat Fienenburg und das Gasthaus verlassen, ist unterwegs in den Südharz. In Elrich, auf der Ostseite der Grenze, wird er wieder gesehen. Der damals so klein, dick und dann so unangenehm, so runde Brillengläser, ich fand den so, ich habe immer gesagt, das sieht aus wie so ein Hausschlachter oder so, haben wir immer gesagt. Auf dem Grenzpfad zwischen Elrich im Osten und Zorge im Westen hatte die Westpolizei am 16. Juli 1946 eine unbekannte Frauenleiche gefunden. Und jetzt, im November 1946, entdecken Grenzgänger nur wenige Meter von der damaligen Fundstelle entfernt eine weitere ermordete und vergewaltigte Frau. Die Polizei findet eine Kennkarte in der Tasche des Opfers. Es handelt sich um die 25-jährige Christa Schneider. Zwei Wochen später, es ist der 14. Dezember, will Gertrud Glöde ihr Häuschen in Fienenburg verlassen und nach Berlin aufbrechen. Mit viel Umsicht erklärt sie der Tochter, dass diese gefährliche Reise dringend notwendig ist. Ich muss nach Berlin. Ich muss das regeln, du bleibst ja bei Oma, ne? Und dann, ich bin dann und dann wieder da. Ich bring dir auch was Schönes mit. Es war Weihnachten und es gab ja auch noch nichts, ne? Dachte, ich versuche was Schönes in Berlin aufzutreiben, das war's. Das 10-jährige Kind bleibt allein bei der Großmutter zurück, als die Mutter sich durch den kalten Winter auf den Weg nach Berlin macht. Pleil, der in diesen Tagen wieder im Wirtshaus zum Weißen Ross sitzt, verlässt fünf Tage nach Gertrud Glöde Fienenburg in Richtung Grenze. Es ist der 19. Dezember 1946. Naja, und dann haben wir gewartet und gewartet. Wir haben gedacht, naja, die Grenzen, das war ja alles noch kriminell zu der Zeit. Und dann haben wir gedacht, na, die Russen haben sie irgendwie geschnappt und irgendwo sitzt sie im Gefängnis. Ne? Weihnachten wollte sie wieder da sein.
Doch das Fest vergeht und die Mutter kommt nicht nach Hause. Großmutter und Enkeltochter sind in Sorge. Ich war ja damals Schulkind. Ich bin immer zur Polizei und die haben geforscht und gemacht. Die haben wir wirklich. Ne? Und das waren über anderthalb Jahre, wo wir nicht wussten, wo sie war. Da hatten wir schon gedacht, da ist das Schlimmste passiert. Ne? Tag für Tag geht Wachtmeister Karlbowski aus Fienenburg auf Streife an der Grenze, vorbei am Weißen Ross. Er weiß nicht, dass Rudolf Pleil am 19. Dezember verschwunden ist und nicht mehr hinter dem Fenster sitzt und wartet. Karlbowski lenkt seine Schritte weiter Richtung Grenze, zur stillgelegten Bahnstrecke zwischen Fienenburg und Osterwiek. Während ich dann oft Grenzstreifen hatte, nahm ich jedes Mal auf Grenzstreife dieses mein Fernglas mit. Das trug ich um den Hals und dann zog es mich immer wieder zum Brunnen an der Blockstelle 25. Das war in der Nähe vom Weißen Ross. Ich sagte, in dem Brunnen sind Frauenhaare. Da hat man mich ausgelacht und hat mir gesagt, ich spinne. Ich würde mir das nur einbilden. Da sind keine Frauenhaare drin. Man wollte den Brunnen zuschütten. Da habe ich drum gebeten, noch nicht. Und bin immer wieder auf meiner Grenzstreife an diesen Brunnen. Das hat mich magerstreckt dahin gezogen, zu diesem Brunnen. Da habe ich von der Bahnlinie hier Schottersteine geholt, habe sie auf den Rand des Brunnen gelegt, mir ist ein Fernglas geschaut und habe die Steine rein, also immer einen Stein reingeworfen und dann geschaut. Wenn man einen Stein reinwirft und es keine Hinderung, hindernder Gegenstand da unten ist, dann macht er plumps. Aber hier, der Stein fiel rein und es plumpste nicht. Da hat man mir gesagt, ich soll nicht spinnen, das sind Algen, das sind keine Frauenhaare. Und ich sage, das sind Frauenhaare. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Es bleibt dabei. Karlbowskis Vermutungen finden keinerlei Gehör. Im Südharz geschehen in diesen Tagen weitere mysteriöse Morde. An der Bahnlinie zwischen Elrich und Walkenried findet die Polizei ermordete Grenzgänger. Auf dem Bahngelände von Walkenried entdecken Gleisarbeiter ein blutverschmiertes Beil. Die Polizei kann diesen Fund aber nicht den Mordopfern zuordnen, die entlang der Bahnlinie und im Tunnel gefunden werden. Es sind viele. Keiner zählt sie damals. Es hat im Tunnel, das ist die Verbindung von Walkenried nach Elrich, da ist ein Eisenbahntunnel, der wurde als Grenzschleusung benutzt. Da hat es auch Tote gegeben, die man gefunden hat. Aber wer das nun wirklich immer gewesen ist, weiß man nicht. Bilder von Vermissten aus dem Fahndungsbuch der Polizei im Südharz. Auch von Zorge aus brechen